Da ist sie nun also, die 100. Folge von Happy Wheels. Wochenlang habe ich überlegt, was ich zu diesem Anlass tun möchte. Entweder ein Best-of der lustigsten Szenen oder ich spiele erneut die schwersten Maps der letzten 99 Folgen oder ich nehme eine halbe Stunde am Stück auf und lade alles ungeschnitten hoch, sodass es purer Zufall ist, wie die Map-Qualität ausfallen wird. Doch letztendlich habe ich mich dafür entschieden, eine stinknormale Folge zu machen. Warum muss es auch was Specialiges sein, nur weil es die 100. Folge ist, ein Jubiläum? Muss doch nicht. Ich muss mir diesen Aufwand, diese Mühe nicht machen, jetzt was richtig Heftiges da rauszuholen. In diesem Sinne lege ich einfach munter drauf los und wir werden ja sehen, ob der Inhalt der 100. Folge würdig ist. Pogo Adventure. Oh yeah. Warum ist da die Münze so eingesperrt? Was soll mit... Ach so, okay. Wow. Hey, das ist ein nettes Prinzip. Aber ich muss das gar nicht so machen. Ich brauche die Münze gar nicht. Und ich darf auch hier weitermachen, oder was? Naja, dann machen wir das doch eben. Oh, hier wird es jetzt... Gar nicht mal so nett. Oh, ist gut. Ein Epic Rope Swing. Wie epic kann ein einzelner Rope? Wow. Wie kommt es nochmal wieder? Ah, hier, da muss ich. Ja, also, es ist relativ epic. So vielleicht 7 von 10 epic. Gibt ein paar witzige Geräusche zumindest. So, da komme ich jetzt nicht mehr so instant hin. Da muss ich mich dahin schwingen. Ah, shit. Wait. Ja, ich. Oh, wow. Ah. Ja, so kann ich einen Ball-Throw machen. Absolut. If you're stuck here. Ah, okay, gut. City Exploration. Alloration, weißt du. Ja. Hey, ein Aufzug aus sowas. Oh, ah, hier muss man jetzt so rum und dann da durch. Das ist dein erstes Level, steht da gerade, habe ich gesehen. Also dafür, dass das das erste Level ist, muss ich ernsthaft sagen, ist das so ziemlich... Wow. Also was ich vorhin sagen wollte, dafür, dass das dein erstes Level ist, ist das wirklich gut. Da sind viele schöne Elemente drin. Das ist so ziemlich das beste erste Level von irgendwem, das ich je gesehen habe hier auf dieser Seite. Wow, und ich stecke in der Mülltonne. Da, wo die anderen ersten Level der Leute hingehören. Witcher Adventure. Eine Quest. Das da bin ich. Aha. Was auch immer beim Blauen passiert wäre, wir werden es niemals erfahren. Denn ich werde es nicht ausprobieren. Eine kleine Wasserbeckenstelle. So, was ist jetzt hier? Jetzt sind wir dem Haus vorbeigekommen. Das dumme Fähnchen hier. Was wollen Sie mit dem Fähnchen erreichen? Was ist das bitte für ein Baum? Was? Okay, das ist scheiße. Was macht... Okay, das macht das Blaue also. Auch nicht schlecht. Jetzt mal rauf hier. Red ich? Genau. Nee. Noch haben sie das noch nicht ganz raus, wisst ihr. Jetzt. Na, ist auch nicht gerade die beste Ausgangssituation. Nee, Alter. Nicht wieder runter. Eieiei. Hör auf damit. Was ist? Was? Das dreht sich in meine Richtung. Das rennt das Ganze. Nein! Einfach drüber springen. Ja, geht so. Was? Nein, 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 nein. Okay. Hier durch und dann haben wir es, oder? Was? Was ist denn das für ein Ziel, bitte? Hä? Was ist doch das Ziel? Zählt das jetzt als Ziel oder nicht? Ja, okay.
Soll ich das anklicken? Ich glaube, das soll das Ziel sein. Naja, ein bisschen unbefriedigend, aber was soll's. Ein Hotel? Ja, bezahlt, dass wir uns ein bisschen erholen im Hotel, oder? Ja. Das hat zumindest keine bunten Farben, das Hotel. Das wirkt ein bisschen trist. Wir sind hier bei der Früchtebar angekommen. Ja. Geiles Hotel, oder? Möchte man gleich einchecken. Hier dann? 200. Na, jetzt wird es doch ein bisschen bunter, wenigstens. Ansatzweise. Sind wir angekommen in unserem Zimmer? Zimmer 205. Oh, was? Das war zum Swimmingpool? Ich will zum Swimmingpool. Komm. Swimmingpool. Gleich haben wir. Moment. Es ist das Glas draußen und wir auf Swimmingpool. Oh, was ist das für ein Swimmingpool? Kommen wir noch da rein? Das ist doch noch nicht, oder? Jetzt sind wir im Swimmingpool. Hä? Ist das das Swimmingpool? Nein, da geht's noch weiter, glaube ich. Muss das da weg? Moment, wir haben es noch. Also, wird das schon irgendwie da sein, das Problem. Eieiei! So, was ist jetzt? Ist das eine Massageliege oder was? Was machst du? Hier, wir haben gleich eine Massage. Tommy, was ist hier los? Bist du bescheuert? Ja, das sieht sehr bequem aus. Geht das hoch? Nee, das ist kein festes Glas. Also, das ist festes Glas. Aber das hier kann ich wegziehen. Ja, das geht. Oh Gott, kommt der überhaupt durch da? Na super. Ich glaube, das geht gar nicht. Nein. Doch, 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 doch. Geil. Under the Sea. Das könnte witzig werden. Wir tauchen wieder ab. Ich mag Unterwasserlevel. Das ist Patrick. Hallo Patrick. Wow. Das war jetzt alles. Das war jetzt der gesamte Scene. Ja, tatsächlich. Under Attack. Oh. Hey, mein Sohn ist sogar. Mein Sohn ist sogar mal hilfreich und hat eine Taschenlampe. Auch wenn ich sowieso alles sehen. Meine Güte. Auch wenn ich sowieso alles sehen kann. Ah, jetzt hat es der abgefangen für mich. Nicht schlecht. Alter, ey. Ah, jetzt hat er sich zu Tode gesteppt. Sehr gut. Wo sind wir? Passcode 1315 könnte das heißen. Ich bin mir nicht ganz sicher, man konnte es schwer lesen. Ach so, ja, ich cancel dann mal den Laser. Den 3, das soll eine 0 sein, glaube ich sogar. 1305. 1305. Habe ich gewonnen? Habe ich gewonnen? Habe ich gewonnen? Ich denke mal, so gewinnt man. Segway Escape. Wie bitte? Okay. Ja gut, das ist ja jetzt klar hier alles. Die sind vor mir unten, das will ich gar nicht. Naja, das heißt, sie sind unten. Ah, einer übernimmt die Harpunen unten für mich, habe ich schon gehört. Bin ich jetzt trotzdem gestorben gerade? Glaub schon. Ja. Nicht mit dem Kopf zu. Oh, Alter, was? Oh mein Gott, wie gefährlich das ist! Wie soll das denn jetzt gehen? Ja! Boah, das ist perfekt! Das ist perfekt! Jetzt muss ich es irgendwie schaffen! Jetzt muss ich es irgendwie schaffen, darüber zu robben, ey! Nur so kann man das lösen, hundertprozentig! Indem man da irgendwas auf die Mine schleudert und dann da landet. Oh, Alter, das ist so nervig, ey! Das ist garantiert so nicht gedacht, aber es ist der einzige Weg, wie man es lösen kann, ey! Eigentlich soll hier garantiert ein Luftzug entstehen, der mich dann rüberbläst, aber der kommt nicht. Deswegen muss ich hier tricksen bei dem Level, um weiterzukommen. Ja, ich werde jetzt wieder einen Schritt setzen, bis ich da mal drüben bin irgendwann. Oh mein Gott. So, wie komme ich jetzt an dem Stachel vorbei?
Ganz vorsichtig wegrobben. Ganz okay. Wir sind am Stachel vorbei. Alter, was passiert in diesem Level bitte? Okay. Jetzt irgendwie da runter. Ich will gar nicht wissen, was da unten kommt, ehrlich gesagt. Okay, das Level ist unlösbar. Das Level ist unlösbar. Eigentlich müssten hier irgendwelche Windstöße kommen, die mich wegbefördern, aber es passiert eben nichts. Das Level ist kaputt. Ich kann euch auch beweisen, dass es kaputt ist, weil es absolut keiner geschafft hat. Es gibt keine Demos dazu. Schade, das hat riesig viel Potenzial, das Level, aber weil diese Windstöße nicht mehr kommen, die mich wegblasen, kann ich es nicht schaffen. Forest Runner. Ui. Ach so, man kann auch nur durch diese dunkelbraunen Stellen durch. Hey, das ist was. Wow. Das Level gefällt mir. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Oh, schade. Ich dachte, hier gibt es noch einen anderen Weg, aber für das, was es war, war es nicht schlecht. Oh. Da steht sogar My First Map. Also das war noch eine bessere First Map als die andere First Map, die wir in der Folge hatten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Boss Throw Mystery. Einfach werfen und gewinnen. Was habe ich gewonnen? Nothing. Was habe ich jetzt gewonnen? Win? Reveal all. Two balls. Und win. Ja, easy going. Ballthrow Tic-Tac-Toe? Was? Was ist das? Wie funktioniert das? Ich werf mal einfach. Auf gut Glück und guck, was passiert. Die 5 habe ich gewonnen. Ah! Oh, ich verstehe. Oh je. Das ist einzigartig. Jetzt noch die 1, jetzt noch die 1, Leute. Dann darf ich's instant kommen. Nein! Na! Oh Gott, die 1, ich brauch die 1. Okay, das ist mal super witzig, das Konzept. Es kommt einfach fallen lassen. Nein, ey. Jetzt war irgendwie klar, dass ich es nicht einfach nur fallen lassen kann. Jetzt hat er die 1. Okay, ich kann die noch mit der 2 gewinnen. Ich brauche die 2. Naja, wenn er jetzt die 9 treffen wird, dann. Nee, nee. Das ist ein Draw. Das hat keiner geschafft jetzt. Ja, und natürlich treffe ich so die 9. Oh Gott. Okay, neuer Versuch. Das ist ein super lustiges Level. Ja, instant die 9. Dann kann ich ja nur mit der 3 und der 1 ausreißen jetzt. Ha. Los. Das ist die 4. Stimmt gar nicht. Warum sage ich mit der 3 und der 1? Ich kann doch die 2 jetzt noch nehmen. Dann habe ich es. Nein, er will die 6 haben. Ich muss die 6 blockieren. Okay, oh mein Gott, das ist super spannend irgendwo. Das gefällt mir richtig. Ah, die 5, die 5. Muss es sein. Okay, einfach nur fallen lassen. Ja, komm, das haben wir! Hey! Epic Wolfie Red Level. Was ist das? Also bis dahin. Ah, jetzt. Ich dachte schon, das Level war, ist einfach vorbei. Aber irgendwie passiert gerade nicht mehr was. Ja. Es war etwas, würde ich sagen. Crazy Lady. Warum ist die Lady so crazy? Das werden wir sehen. Und wir sehen einen Dialog. Nö, das möchte ich aber nicht. Wir fangen an. Wow, das sieht auch gut aus. Ich höre einen Schrei aus der Ferne. Hey, bist du die Crazy Lady? Kommt jetzt ein Jumpscare? Nö. Nein, es kommt bestimmt ein Jumpscare, oder? Ah, ich hasse sowas, ey. Das, ja, gut. Slow, 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 slow. Was? Irgendwas hält mich hier gerade oben. Wieso muss ich denn hier slow sein? Da ist doch gar nichts, wo man sich irgendwie wehtun könnte. Naja, der nächste Hügel wird erklommen. Da ist nochmal die Crazy Lady. Warum ist die Crazy Lady schon wieder hier? Crazy Lady, hallo. Hä? Was wird das? Ich kapiere das Level noch nicht ganz, was das von mir will. Drehe ich mich jetzt immer im Kreis oder was?
Wie hat er. Hä? Nee. Redest du noch mit mir, Crazy Lady? Nein, es wird um. Wow! Aha. Naja. Ich meine, ich hatte doch in Part 1, der hieß Drachen und Jumpscare. Das ist ein Jumpscare. So schließt sich der Kreis, oder? Die Crazy Lady hat was gesagt, aber ich habe es nicht lesen können, weil es so komisch klein geschrieben war und alles. Wer auch immer mir die Story dahinter erklären kann, soll sich melden. Sie Challenge. Und wir hatten heute noch keinen Santa-Level, deswegen darf Santa das Challenge-Level machen. Ja, wow. Okay. Okay, los, Santa, das schaffst du. Irgendwie. Nee, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ja. Oh! Ich hätte nicht gedacht, dass das mit Santa überhaupt möglich ist. Und nun, das letzte Level in dieser Folge. Es heißt The Course 2. Wow. Ich könnte es noch rumreißen. Naja, fast. Uff, wie blutig die Axt jetzt ist. Das ging gut. What the fuck? Oh. Oh nein, was ist denn jetzt los? Ah, das ist so viel Gegendruck. Nein. Jetzt! Alter! Jawohl! Gut. Dann war's das jetzt. Bleibt nur noch eine einzige Frage zu klären. War das die letzte Folge von Happy Wheels oder geht es tatsächlich über die 100 hinaus? Die Antwort ist...